Kann man bei einem Mummy-Makeover mehrere OPs gleichzeitig durchführen? Ja, natürlich kann man bei einem Mummy-Makeover mehrere Operationen gleichzeitig durchführen. Aus Sicht des Chirurgen immer. Die Frage ist nur, wie viele Operationen verträgt eigentlich jetzt die Patientin, also der weibliche Körper? Und da ist ein Faktor die Zeit. Also man sollte nicht ohne Not länger als 3 Stunden operieren, weil dann der Intake an Narkosemitteln doch langfristig größer wird. Und es ist auch eine Frage der Blutzusammensetzung, dass man nicht schlichtweg zu viel Blut verliert. Das heißt, man kann kleinere Operationen sehr wohl kombinieren, also zum Beispiel eine Brustvergrößerung und eine Fettabsaugung. Das ist eine häufig gewählte Kombination, oder eine Brustvergrößerung und eine Korrektur im Intimbereich. Das ist alles immer unter 3 Stunden. Wenn man aber größere Operationen kombinieren möchte, also zum Beispiel eine Bruststraffung, die zwischen 2 und 3 Stunden dauert, und eine Bauchdeckenstraffung, die ebenfalls zwischen 2 und 3 Stunden dauern kann, dann ist man in einem Bereich, wo dann die persönliche Belastung für die Patientin doch rapide ansteigt. Oder anders ausgedrückt, kann man schon, aber ich empfehle es nicht.